Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within. Immer noch im Anschluss des letzten Parts nehme ich auf. Das heißt, ich habe die Kommentare an der Stelle von euch noch nicht gelesen. Habe aber in ein Let's Play reingeguckt und weiß jetzt, wie man sie besiegen kann. Und zwar mit der Falle da oben. Dem Schalter. Irgendwie sowas habe ich mir schon gedacht. Ja, geh ruhig zu. Ist okay. Ich schaffe das schon ohne Munition. Kein Problem. Nein, ich lade das jetzt nicht neu. Da habe ich keine Lust zu. Ich laufe hier einfach im Dreieck. Geh mal zur Seite, Uschi. Nein! Kannst du dich beeilen, bitte? Super! Wir kriegen das hin! Hier wollen wir auch lang. Sie kommt von wo? Sie kommt von... Oh. Okay, alles klar, alles klar. Kriegen wir hin. Na, na, na. Okay, sie kommt von da. Lauf mal. Ich will zur Fackel. Und ich weiß gerade nicht, wo ich die finde. Da nicht lang. Ganz schlechte Idee. Ja, dann geh du da lang. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Da ist die Fackel, die brauche ich. Da lang. Jetzt ist sie hinter mir. Ganz schlechte Idee. Ist sie... Okay, sie... Ah! Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Komm, komm. Okay, da unten. Brenne. Brenne, brenne, brenne. Ja, sehr schön. Okay, sie kommt wieder. Ups. Wahrscheinlich wieder von oben. Ja, sie ist oben. Okay, geh wieder nach oben, geh wieder nach oben. Ist sie oben? Ja, okay. Ich schlag zu. Mensch, Junge. Och, Mann. Ich habe nicht gewusst, wie ich jetzt mit der Fackel zuschlag. Das war gar nicht schlecht. Also das ist das Ziel, sie hier zu behalten, weil hier wird sie verbrennen. Sie muss brennen. Sie muss brennen. Und sie wird so lange jetzt brennen, bis wir sie hinkriegen. Und da ich mich hier immer noch nicht so gut auskenne, obwohl ich jetzt hier schon ein paar Mal gestorben bin, laufe ich hier lieber manchmal immer noch querfeldein panisch, als am Ende zu sterben. Und das ist ja auch okay. So kann man es ja auch machen. Hm? Dafür sind die... Die Muni lassen wir uns nicht entgehen. So, dafür laufen wir. Hier entlang. Wir haben die Fackel. Das ist wunderbar. Ah, okay, sie kommt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Lauf. Von wo kommt sie? Von wo kommt sie? Shit, 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 shit. Sie ist hinter uns, sie ist hinter uns. Oh, das ist richtig fies, dass sie mich runterholt. Geh und lass es sein. Jetzt. Uschi. Ey, du machst mich wahnsinnig. Die ist so gemein. Die ist so fies. Oh, ich krieg's gerade einfach nicht hin, dass sie weit genug weg ist, sodass ich Zeit habe zu überlegen, ob ich nach unten gehe, nach oben gehe. Und dann laufe ich lieber mal eine Runde, bevor ich wieder sterbe. Wie kriege ich das denn jetzt gerade gebacken? Es läuft gerade nicht so rund, aber... Oh, ich mache auch schon wieder wahrscheinlich 1000 taktische Fehler. Ist mir aber auch egal. Ich mache das jetzt einfach so nach Jux und Tollerei.
Okay, okay. Jetzt ist sie oben, ne? Ne, sie ist hinter mir. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Mach schnell den Hebel. Komm, geh nach unten. Geh nach unten, Olle. Ey, mach den Hebel, mach den Hebel. Shit. Nimm die Fackel. Geh nach links. Und dann machen wir das nochmal. Wir machen das nochmal. Komm. Geh nach oben. Schnell, 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 schnell. Ja, sehr gut. Oh, geh nach oben, Schalter, echt. Geh. Kann der Schalter jetzt wieder nach oben gehen? Wie geht der Schalter? Okay, sie ist über mir. Kommst du runter? Sie kommt runter. Ich habe keine Fackel mehr, das ist das Problem. Oh Mann. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich check's nicht. Wieso krieg ich sie nicht tot? Was muss ich tun? Wo ist sie überhaupt? Da ist sie. Hab ich sie? Ich hab sie. Oh, ich hab sie auch anders klein gekriegt. Okay, sie musste nur oft genug brennen, egal auf welche Art. Und leider war der Schalter schon umgelegt. Daneben so. Und das ganz ohne Muni. Yeah. Okay, schön. Was auch immer als nächstes kommt, da habe ich dann Pech ohne Munition. Oder vielleicht schaffe ich es auch weiter ohne. Es ist The Evil Within mit Munitionsknappheit, wie man es spielt. Leicht gemacht mit Alexis. Ja, schön. Jetzt kommen wir ganz in Ruhe hier. Ja, also eigentlich, was ich eigentlich vorhatte, ist natürlich, dass dieses Schleusendings da unten aufgeht und dann kann man es wieder zumachen, beziehungsweise wenn es unten ist, geht es zu und dann ist sie halt gefangen im Flammen. In den Flammen. Aber gut. Ich habe jetzt einfach mal gewartet, dass sie wieder auftaucht. Weil irgendwie passierte zuletzt nicht viel. Was nicht heißt, dass ich nicht nervös bin. Nur mal so ganz nebenbei. Herzkasper und so ist trotzdem vorprogrammiert, ne? Immer. Ja, fragt mich, was ich jetzt übersehen haben könnte. Für den Fall, dass... Gibt es auch einen Schalter? Da hätten die auch brennen können. Okay, also hier unten hätte ich sie auch erledigen können. Aber gut. Dann eben so. Also es gab zwei Schalter anscheinend. Wenn ich das richtig sehe. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? An diesen Knöpfen? Oder gar nichts zu tun?
Hier kam ich doch auch nicht lang. Oder wie war das? Oder ist die Tür jetzt wieder da? Ich bin gerade ein bisschen verplant hier von den Gängen, weil ich hier so viel verirrend jetzt hin und her gelaufen bin. Oder ist da jetzt die Tür wieder da? Nein. Da kommen wir hier, aber da geht's nicht weiter. Wo geht's denn dann weiter? Bei der roten Tür oder da hinten wahrscheinlich, ne? Da hinten, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Also hier ist sie auch gestorben. Was guckst du denn da so, Sebastian? Ist da noch was? Oder nicht? Nochmal nach oben gehen vielleicht? Vorsichtshalber. Gucken. Puh, also das war jetzt sehr, sehr spannend. Hilfe. Okay, und der Hebel ist immer noch unten. Und ich denke die ganze Zeit, hä, sie kann doch nur da sterben. Nein, das war natürlich nicht so. Hauptsache, sie brennt. Na gut, dann wollen wir mal. Bitte gebt mir Muni, Leute. Also, wenn ich was brauche, Muni immer her damit. Ich weiß nicht, ob das Glibberzeug mir wirklich hilft. Kontrollpunkt. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Oh Gott. Was in Teufels Namen? Ja, so kann man das langsam nennen. Was habt ihr jetzt vor mit mir hier? Was habt ihr vor? Soll ich jetzt mit 7 Schuss? Geil. Echt. Tolle Idee. Super. Genau das Richtige für mich jetzt hier. Hallo, ich hab mich gewehrt. Was soll ich denn sonst machen? Toll. So sieht's der Best schon aus, wenn sein Kopf zermatscht. Meine Damen und Herren. Ja, wie ihr wisst, habe ich nicht so viel Munition. Das ist nicht so schön. Was in Teufels Namen? Gibt's hier vielleicht auch irgendwas anderes, was ich noch tun kann, außer mit 7 Schuss es schaffen? Vielleicht soll man ja auch nur lange genug überleben. Oder so? Nee, glaube ich nicht. Kann ich hier raus? Nein. Toll. Danke. Habt ihr auch verdient. Kann ich hier raus? Ich will hier raus. Oh Mann. Munition alle? Ja, Munition alle. Und jetzt? Zünde sie an. Oh, ich kann denen irgendwas wegnehmen. Was denn?
Was war das jetzt? Okay. Weg da, weg da, weg da. Genau, und jetzt nimmst du den auch noch weg. Okay. Puh. Wow. Kapitel 5 überlebt. Ich habe überlebt. Mit 5, 4, 0 Schuss. Munition. Und ich werde speichern. Oh mein Gott. Obwohl, wann mal abbrechen einmal. Ich will irgendwie lieber etwas Altes überspeichern, weil sie doch nochmal irgendwas neu laden will. Ja. Das haben wir geschafft. Nächstes Kapitel, würde ich sagen. Wow, das war Kapitel 5. Das war ziemlich heftig schon mal. Also jetzt ist der Schwierigkeitsgrad auch ordentlich angezogen worden wieder. Aber bisher habe ich es geschafft und das ist ziemlich cool. Sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ha, ich weiß und ich habe die doofe Statue von den blöden Kränen nicht bekommen. Was liegt hier? Kirchenboden bricht ein. Keine verletzten Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Und wieso passiert sowas? Und was haben wir hier für Fotos? Fotos? Ja. Fotos. Da ist diese Engelsstatue. Eine Kirche. Hallo? Was passiert hier? Oh Gott, ich kann Licht machen. Was ist jetzt hier los? Kann ich... Warum ist jetzt hier... Warum? Warum kann ich jetzt hier kämpfen? An einem Ort, wo sonst alles gut ist? Okay, würde ich sagen, heilen wir uns doch gleich mal erstmal. Denn das können wir uns eigentlich zumindest leisten, dass wir hier... Oh Gott, ich... Harpunenbolzen kann ich machen. Explosiv ist mir eigentlich lieber. Aber immerhin kann ich das machen. Granate habe ich auch noch. Und ich habe jetzt auch keine Heilungsgeschichten mehr, ne? Ich behalte mal die Schrotflinte mit 3 Schuss noch in der Hand. Ja, das frage ich mich auch gerade. Was ist hier los? Ich brauche Muni. Gibt es hier sowas? Kann man denn jetzt hier durch? Ach, jetzt kann ich hier durch. Die Tür war sonst immer zu. Glaube ich. Was, warum ist das jetzt hier so gruselig? Ich kann mich trotzdem auf den Stuhl setzen? Echt? Dann machen wir das. Mitten im Dunkeln. Ey, der ist doch verrückt, der Typ. Er ist doch verrückt, oder? Das ist doch nicht normal. Machen wir unsere Lebensanzeige größer. Kann ja nicht schaden, ne?
sprinten ist okay. Damit kam ich bisher voran. Nahkampfschaden. Komm, ich habe keine Muni. Das kann auch nicht schaden. Nachladegeschwindigkeit finde ich jetzt im Moment noch nicht so wichtig. Streichhölzer Stufe 3. Können wir hier irgendwas machen? Nein, gut, dann mache ich Streichhölzer. Ist mir egal. Ich mache das jetzt. Es kann nicht schaden. Ich weiß nicht mal mehr, wie viele Streichhölzer wir gerade haben. Das geht gar nicht hier, ey. Ach so, wenn du jetzt die machst, kannst du dir dann auch gleich mal ausrüsten. Oder die Harpune. Ach komm, Schrofende, komm. Nee, nee, ist alles gut so. Können wir nicht mehr in den Spiegel. Wir können auch nicht mehr in den Spiegel gucken. Ach, da können wir auch durch. Okay. Hallo. Hallo, Krankenschwester. Was ist los hier? Nichts an den Pinnwänden und... Mann, ey. Zeitungsständer ist auch nichts. Was mache ich denn jetzt? Jetzt sind hier die Irren oder was, die ich freilasse? Ah. Ach so. Schön. Kann ich mich verstecken? Nö. Ist da was lang gegangen? Ich guck doch jetzt nicht hier ernsthaft. Ih, was ist da los? Oh Gott. Okay, jetzt sollen wir ihr folgen, oder? Aha. Schön. Dann folgen wir ihr mal. Durch? Nee, er kann da nicht durch. Oh, oh. Was ist das für ein Wesen? Wer ist er denn? Hallo? Was passiert hier? Geht er durch? Sebastian, geht er durch? Okay, da kann er durch. Nee? Hä? Okay. Ich versuch's jetzt einfach überall, weil ich's nicht checke. Oh Gott. Ich... mit den ganzen Spinnenweben hier. Wer ist er denn? Was passiert mit ihm? Das ist der vom am Anfang. Sebastian? 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 Okay. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier ist die Tür zu? Was mache ich denn jetzt? Also, ich glaube, man muss hier so ein bisschen rumklettern, damit ich hier rauskomme. Oh, ich glaube wirklich immer mehr, also da kann man nicht durch, weil da die Mauer ist, ich glaube immer mehr langsam, dass er ein Patient ist selber, der Sebastian, und dass der mit dem irgendwelche Versuche gemacht wurden, an die er sich da auch erinnert. Also es ist jetzt nur eine Theorie, ich weiß es halt gar nicht. Vielleicht wurden mit ihm ja Versuche gemacht oder er hat es miterlebt, dass mit jemandem was passiert ist oder so. Aber vielleicht bildet er sich durch diese ganzen Versuche auch alles Mögliche ein. Vielleicht wurde er ja wirklich mal auf so einen Stuhl gesetzt, aber es wurde was ganz anderes gemacht und das hat ihn im Kopf irgendwie total verdreht und jetzt hat er ständig diese Halluzinationen und diese Monster, die er sieht und ich weiß auch nicht. Also... Danke für die eine Harpune. Ja. Ich weiß einfach nicht, was los ist. Das
Wieder hier so ein blödes Krähenvieh mit einer Skulptur, die hier rumflattert. Das wäre ja was, echt. Och, wie schön die Sonne. Freiheit. Keine dunklen Gemäuer. Mal rauskommen, ey. Frische Luft schnappen. Oh, wie herrlich das einfach mal gerade auch ist. Vor allem, da ich gerade am Stück gespielt habe und jetzt hier die olle Dings hinter genau mir habe. Genau wie auf den Fotos. Kapitel 6, wir verlieren uns. Aber es sieht wunderschön aus. Also echt toll gemacht hier. Ich laufe hier weiter im nächsten Part von The Evil Within, Leute, und mache mit diesem wunderschönen Panorama-Landschaftsbild einfach mal noch einen Screenshot und verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für weitere Tipps. Schreibt euch nicht die Finger wund. Ich lese natürlich trotzdem alles und bin auch dankbar, wenn ich das umsetzen kann. Wenn ich es denn schaffe, umzusetzen. Und ja, Fieber hier selber, also mein Herz. Ich bin super aufgeregt, wenn ich dieses Spiel spiele. Und es ist super spannend, also mega spannend. Ich habe schon lange nicht mehr so ein spannendes Spiel gespielt, aber das ist halt Ansichtssache. Ich finde es toll. Und ja, freue mich auch immer, dass es bei euch gut ankommt. Also, wir sehen und hören uns im nächsten Part. Bis dann!